Das war was schon. Schon gekämpft, ja, einmal. Ja, das war da, wo ich gelegen bin. Aber da oben ist noch was. Mhm. Eine Folge passt da noch drauf. Was? Das passt noch eine Folge? Was ist denn das? Panzerbrechende Granate. Wenn Jönum sagt, da passt noch eine Folge, dann passt noch eine Folge. Oder wolltet ihr aufhören? Ich hab jetzt einfach mal. Wieso ist die Tür wieder zu? Komm! Lass die Tür auf, Jönum! Nein! Ich schaffe das auch alleine. Das sind bloß ein paar Eier. Nein. Und der besessene Schurke da oben. Nö, der ist gelb. Was heißt gelb? Neutral. Achso. Der hat Angst. Zu Recht. Aber nur vor uns, oder? Hey, das ist ein Schlüssel. Oh. Schlüssel zur Fasskammer. Ja. Zur Fasskammer? Denkst du schon wieder ans Trinken? Prost, Kaffeetee. Was, Kaffeetee? Na, mein seltsamer Mix an Tee und Kaffee. Achso. Fühlt nicht besser. Verständlich. Toll, da komme ich natürlich nicht hin. Warte mal. So ein ganz kleiner Fleck. Ich will mitkämpfen! Ein Ei geköpft. Das ist schon wieder Frost auf dem Boden. Bewegt deinen Dämon nicht. Es ist meine Axt, die macht halt Wasserschaden und kann unterkühlt machen. Ich hab aber nichts Besseres. Was? Ich bin noch dran? Ja. Ich hab den Kampf noch nicht fertig gekriegt. Was ist los mit euch? Wir mussten uns neu positionieren. Das Ei hat noch 221 Punkte. Hey, wo ist denn das überhaupt? Da oben, das eingefrorene Ding. Ja. ja, das Frostei. Komme ich natürlich wieder genau nicht ran. Ja, du, ich habe auch bloß so einen ganz kleinen Punkt gehabt, wo ich hinspringen konnte. Aber gegen Frostei hilft doch Baumwollunterwäsche, oder? Aha, hat nicht funktioniert. Böses Holz. So, Kampf vorbei. Ja, schön, dass du mitgemacht hast. Ich finde, das ist heute ein eher passiver Stream hier für mich. Also heute hat sich auch wirklich ganz schlecht erwischt. Erst in das ekelhafte Ding da rein teleportieren vorne und dann... Ja. Ja gut, bei Kämpfen, bei so leichten bin ich ja eh nie dran, weil meine Initiative halt so klein ist. Ich rede gerade. Andererseits, bei allen kämpft ihr fast länger, darum bin ich ganz froh, dass du da bist. Ja. Er kann nichts hören. Was? Wer kann nichts hören? Soll ich rede mit einem NPC? Ach so. Ein seltenes Ereignis, aber es passiert. Das ist ein wichtiges Gespräch. Oh, dann höre ich mal zu. It won't stop. Since we locked up Mulders, it just won't der hat auch so einen Eimer auf. So haben wir auch mal angefangen. Bild. Ganz klein und harmlos. Mit Eimern auf den Kopf. His blue eyes swirl, turning an oily black as you watch. Ja, das war jetzt wichtig. Da fehlt irgendwie was. Ah! Hä? Hey, warum? Da ist ja noch ein bisschen, ne? Haha. Verfehlt. Ha, sehr schön. Wo steht Jul war eigentlich immer noch da unten? Nö. Nee. Ich stehe direkt vor den Gegnern, also. Interessant, bei mir bist du auch laut Map nach unten an Palisadentor. Ja, das wirst du ja dann sehen, sobald Jul war. Der Zwerg, der immer noch mit der Truhe verbunden ist. Aber wo ist der besessene Elementarist hergekommen? Lauf doch hat nicht weg. Hat sich enttarnt oder so. So, jetzt gibt es erstmal hier eine Runde. So. Dann. Was hat denn der? Ach, der hat schon ein bisschen magische Rüstung verloren. Also 5 Meter.
Ja, ein Feuerresi-Trank, das bringt gar nichts. Ah. Ich bin nicht dafür, dass der hier das Saufen anfängt. Mit keiner Topi. Aber viele Immunitäten. Also die kein Feuer. Ah, Mist durch physische Rüstung. Zaubert panisch gereizt, schlafend und wahnsinnig. Was zur Hölle? Mal gucken, ob du jetzt mal an der richtigen Stelle für mich auftauchst. Wir werden sehen. Das ist so eng. Also falls du den Stream siehst, er steht tatsächlich da. Ja, ich werd mal. Ja, stimmt. Im Stream sehe ich ihn da, wo er vermutlich stehen sollte. Und jetzt im Spiel, wo zaubert ihr hin? Oder von wo zaubert er? Wieso hat er denn nur magische Rüstung, der eine? Das ist doch. Ja, weil es der Elementarist ist. Ja. Also bei mir steht er, und da ist von wirklich vom Palisadentor aus das Ding dahin geflogen. Ach, sehr cool. Sehr interessant. Au. Wow. Wurfmesser. Ja, au. Schurke kann richtig böse sein. Ja, vor allem durch die Rüstung durch, ne? Direkt. Ja. Ja. Aber du musst halt wirklich auf Geschick gehen und physisch habe ich ja auch nur 58 Rüstung, die ist schnell weg. Okay, der hat keine. Naja, dafür 200 magische Rüstung. Jo. Ja. Das ist so viel, wie unser Tank zusammen an Rüstung hat. Ja, das ist klar. Beide sogar. So ist das als Magier. Ja, die haben keine physische Rüstung, deswegen. Bing, bonk. Der Biermod schmeißt wieder mit Ambossen um sich. Bing, bonk. Aber ich stehe auch auf Blut, das heilt mich ja auch sowieso. Ja, ist der da im Weg und da kann ich auch nicht hin. Ja, ich brauche auch noch definitiv Geomant, damit ich auch ein bisschen mit Rüstung um mich schmeißen kann. Kommt gleich noch der. Ich noch Ding holen. Ein, zwei Level in Beschwören. Hallo Blackout Pit. Hey Blackout Pit. Der Pit ist da. Hallo Pit. Wie geht's hoher dir? Besuch. Hoch? Ist er so hoch? Ja, eigentlich tief. Ich weiß nicht, wie hoch so ein Blackout Pit ist. Ich krieg den nicht. Die liegen beide, stehen und liegen etwas beide so ungünstig. Und darum habe ich mich ja auch bewegen müssen. Mit einem Kampf bewegen. Tyranna steht im immer. Blut. Ich bin im Blut, alles schön. Gut, ja. Mich kannst du nicht anzünden. Boom. Brennen und verlangsamen. Bitte liegen bleiben. Oh, direkt da hinten den wieder zerbeuten. Das war mein Plan. So ein bisschen. Ja, und es gibt auch soweit ganz gut. Kommt der kleine Ball in den Kindergarten. Ich freue mich so drauf. Ich sagen. Ja, das ist meine Schwester mal froh. Dass sie den Kleinen in die Kindergrippe bringen kann. Mal ein bisschen Ruhe. Betäubungsbolzen bin ich mir auch nicht immer sicher. Gilt das dann auf alle, die in diesem Umkreis stehen? Pit, wie geht's denn Kind und Kegel? Vermutlich. Bolzen schlägt doch an der Stelle ein, oder? Also ein elektrischer Blitz schlägt ein, bewirkt 90 bis 99 Luftschaden bei Charakteren in Reichweite, sowie den Statuseffekt schockiert. Wenn ich das jetzt mache, geht er dann auch bei auf euch? Charakteren in Reichweite. Nicht bei Feinden. Ja. Und auch nicht, also du kannst auch auf uns zaubern, aber es ist auf das Ziel quasi. Ja. Der aber ist, so halt, lange... ist ein Preiszauber, ne? Also, er wird, also wird vermutlich gegen magische Rüstung gehen. Ja. Hau einfach mal auf den Schurken. Es ist ja nicht schlimm, wenn du Schiene erwischt. Oder mich, ja. Na gut, weil ihr seid dann mitten im Kreis, ne? Wir haben genug Rüstung. Ja, geht auch auf euch, alles klar. Ah ja, okay. Ja, darum geht auf Charaktere. Und in dem Fall gegen magische Rüstung. Bei Biermods ja eindeutig blockiert durch die magische Rüstung. Ach, die Knochen. Warum müssen Zwerge so klein sein? Der kann sich hinter dem stehenden Tisch verstecken. Ja, stell dir vor, was passieren würde, wenn es ein liegender Tisch wäre. Naja, dann würde wenigstens sein Haarschopf rausgucken.
den man anzünden könnte, weißt du? Du bist doch bloß verwirrt, weil sein Helm genauso aussieht wie der Tisch. Dich sehe ich auch bloß, weil du brennst. Na toll, jetzt bin ich total verwickelt. Gut. Was wie verfehlt? Ich glaube, es lag. Der ist zu klein, den kannst du nicht retten. Ja, ich glaube, ganz im Auge. Und nochmal verfehlt. Das ist zur Hölle. Solche hatte schon bessere Tage. Hier ist Massive Shit. Magische Rüstung kann ich bei mir nicht wiederherstellen. Ja, das kriegst du gleich von mir. Oder ist das so dringend? Ah, nee, ist nicht dringend. Der ist dringend. Ja, so. Erstmal so volle Kanne. Rüstung für den Tiger. Ja, es würde reichen, wenn du mich ein bisschen heilst. Ach, das ist auch okay. Ja, ich kann mich auch heilen. Ja, also bei Heilung würde halt auch magische Rüstung mit hergestellt werden, wieder ein bisschen. Ich habe hier eh nicht viel. Ach, ja, aber noch ist Heilung akut notwendig. Ja. Ich habe mal mehr magische Rüstung als physische Rüstung, dank dem magischen Panzer. Also, das ist ja nix. Das war 2 Meter Reichweite. Ja, maximal. Meter, ja. Aber hast du. Hageschlag. Cool, ich habe so ein Wolfsschild. Ja, irgendwie bringt das. Was ist ein Wolfsschild? Das hat so einen Wolfskopf. Im Inventar oder was? Nee, angelegt. Also das Schild, was ich trage, wenn du da ganz kreuzt. Sieht nach dem Witcher-Symbol aus. Genau, ich glaub, das ist Witcher-Schild. Schild, ja. Und du hast Poison Ivy Stab gestohlen. Sehr ja. Schön. Schurke, was der an Erfahrungspunkten gebracht hat. Wie viel hat er denn jetzt gebracht? 7000 noch was. Wow, und das. So viel wie so viel wie zwei der Lehren erwarten. Gleich gibt's ein Level up. Ja. 5000. Ja, wenn der andere auch so viel gibt. Ja, hoffen wir es mal. So gut wie der ausweicht, hoffen wir es mal. Inter-Explosion. Endlich ist das Feuer da weg. Wo kam das eigentlich her? Keine Ahnung. Was ist das denn? Geier? Wie kann denn der so ausweichen? Ja, ja. Wenigstens das. Geschwindigkeit. Blockchance. Ich guck mal kurz. Oh, hier. Erdschaden minus 20%. Der kriegt mehr Erdschaden. Das ist ein Holz. Toll, Luftschaden. Wo ist denn eigentlich China noch dahin? Ach ja. Hat so viel magische Rüstung und hat dann noch so viele Element. Danke. Als Magier ist das zum Teil gar nicht leicht, Schaden zu machen. Ja, dafür gibt es Gegner, wo du dann, die so enorm viel physische Rüstung haben, ja, wo du dann ganz gut was machen kannst. Da kannst du dann halt als Bogenschütze nichts machen. Aber hier bin ich ganz schön aufgeschmissen. Einfach draufzimmern, draufzimmern mit Magie, was du hast. Irgendwann ist die magische Rüstung weg. Wo ist Flug? Da ist Flug. Wieso kann ich... Du bist immer noch verwurzelt. Ja. Was mache ich jetzt? Ich hab dich da irgendwie versehentlich festgetackert. Ziel außer Sichtweite, alle Fähigkeiten außer Reichweite. Ja. Darf sich nicht wegbewegen, du bist jetzt auf. Bleibst da bitte. Gut, dass du ein Nahkämpfer bist. Ja! Verschwebend und verwurzelt. Mhm. Die Wurzeln haben wir gemacht. So. Mein das Ölmonster. Toll. So, Erdschaden geht ja ganz gut gegen dich. Flatsch. Ich sauge halt an seiner magischen Rüstung. Hier können wir jetzt eigentlich auch nicht viel. Warte, es ist ja eh gerade dran. Brennen, oder? Dann kann ich ja auch mal wieder eine Infizierung machen. Flatsch. Ein infiziertes Ölmonster, das sagt ja. Aber das hat einfach, das schaut einfach cool aus bei ihm. Ja. Dem steht das.
Ja, so ein Ölmonster kann einfach alles tragen, ja? Genau. Ein hübsches Monster entstellt nichts. Jetzt stell dir nochmal einen schicken Hut dazu vor. Guck mal, ihr habt jetzt so ein bisschen Leuchteffekte, die über die schleimige Haut ziehen. Oh, gibt's den schicken Hut in Lootboxen? Ja, kostet 1,99 der Schlüssel. Genau. Für den schicken Hut würde ich den Tiger spendieren. Den Hut hast du mit 0,3% Wahrscheinlichkeit. Ach, dann mach mal 3 auf. Oder du kaufst ihn dir im Steam Store für 120 Euro. Oh, das ist aber, ja. Aber dann muss er schon ein richtig gutes Pattern haben, ne? Und naja, fabrikneu sein. Der ist so lila und dann sind da so hellgrüne Punkte drauf. Guck mal, schockiert, erkrankt, flankiert, den musst du doch jetzt treffen. Ja. Ja, ich habe im Moment. Ach, der hatte bloß noch 108, warum sagt mir das denn keiner? Level up! Level up! Jawohl! Level up, level up, level up. Das ist ja wieder die Frage, was man alles levelt. Level. So, ist ja doch mal kurz zu mitnehmen, geht doch kaum noch. Hat doch schon 19. Was denn, ich habe auch schon. Ich muss echt mal was anderes killen als mein Gedächtnis. Das Gefühl. Warum habe ich einen Elfenbogen im Inventar? Die Gänse, wenn man ganz. Keine Ahnung. Komm, auf 20 hoch. Du warst überladen, ne? 20 Finesse. So, schauen wir mal. Aber bei Fertigkeiten tue ich mich immer schwer, irgendwie was zu nehmen, was man nimmt. Wieso habe ich einen Punkt im Pyrokinet? Ist der blau? Ach ja, der ist blau, ja. Alles gut. Oh, das ist cool. Dann könnte ich eine Fähigkeit. So, ein Punkt Geomant mehr. Oh, so. Ja, ich habe auch einen Punkt Geomant genommen. Pyrokinet. Ich habe einen Punkt Beschwörer genommen. Ja, mir geht es darum, dass ich dann zum Beispiel die, das Verstärken auch lernen kann. Ja, zum Beispiel bei mir ist es ein Mitstreiter ist ein Mitstreiter und es ist einer, wo man als Ablenkung benutzen kann. Ja, das war der Grund, warum ich das Ölmonster mitgenommen habe. Ja, genau. Und deswegen habe ich mir jetzt auch einmal Beschwören geholt und hole mir wahrscheinlich auch irgendein Buch oder sonst was. Wobei das Ölmonster ein Polymorph-Spruch ist. Das ist ja cool. Feuert 16 Pfeilen in einem Winkel von 60 Grad, wobei jeder Pfeil 20 bis 30 physischen Schaden wohl. Was? Braucht aber. Quellenpunkt. Na. Aber deswegen hast du gleich mal 300 Schaden. Na gut, das ist diese genau, Ultimate-Fähigkeit. Ach, aber diese Quellenpunkte, so oft trägt man sie ja dann auch nicht. Naja. Noch. Aber gegen einen großen Boss oder sowas ist das, glaube ich, schon ganz schön. Genau. Gut. Ja, ich war jetzt auch schon mehrfach um überlegen, die Schutzglocke einzusetzen. Mhm. Waren wir jetzt hier fertig? Ja, jetzt müssen wir noch die Treppe hoch, dann, ne? Ja. Ich gehe euch einfach mal nach. Wo muss ich denn hin? Da waren wir. Da. Hier waren wir jetzt. Da in der Ecke waren wir. Da in der Ecke waren wir auch. Ich laufe dahin, wo wir hoch können. Ja. Ich habe bloß eben mal auf der Map geguckt. Also kannst du haben... zu mir teleportieren, deswegen meine ich nur. Dann brauchst du nicht ganz so viel laufen. Ja. Also wir haben wirklich... Der muss nicht runterklettern. Ja. Ja, wirklich soweit alles an. Oh, da ist ein Seil. Seil. Ups, nee, das wollte ich nicht. Kann ich auch. China geht vor.
Wird ja gespeichert. Das ist jetzt die letzte Ecke, wo wir noch nicht waren. Oben im Nordwesten. Aha. Hab gerade überlegt. Aber ja, das ist der Punkt, wo man hinkommt. Ich bleib hier oben stehen. Wieso das denn? Mhm. Ich vermute mal, ich darf reden in dem Fall. Ja, wir positionieren uns schon mal ein bisschen. Made it all the way here, you creeping little maggots. Have you wriggled up to bow to me? Na gut, komm ich auch noch mit. Has Lohar sent you to beg forgiveness for his sins? Ja, Mordus hat so ein bisschen, glaube ich, Probleme mit dem Gewicht halten. My lord had faith. Du meinst zunehmen, oder? When Lohar failed the queen. And as a reward for my service, he has granted me his favor. He has granted me Mord Arcane. Ja, die Eins ist ein bisschen problematisch. Er lebt doch schon nicht mehr. Mhm. You will learn nothing. My lord has granted me power. I will never answer to another. You might not bow to me in this life, but maybe you'll bow to him in so viel zur Diplomatie. Ja. Kommt er ist Schurke, oder? Ja, er ist Schurke, na ganz toll. Hallo. Hallo, Patsch. Ja, die machen immer kritische Treffer. Das Jollum, der da unten zum Beispiel, der an der Pfütze steht, hat überhaupt keine magische Rüstung. Der ist mir sympathisch. Aber der hier nervt. Was hat er denn? Nicht Immunität gegen Pfütze? Bluten betrunken. Es ist kein Wasser, also sieht zwar wie eine Pfütze aus. Nee, das ist nur brauner Schlammiger Boden. Boden. Wenn man, ja. Das war halt bloß auch zur Dingbeschreibung. Nee, ist ja. Alles ich gut. Hab gedacht, das ist ja meine Inkarnation. Ach so. Da an dem Steg ist doch Wasser, oder? Das sind so kleine Pfützen, ich weiß nicht, ob das hinter dir. Nee, es ist kein Wasser. Ja, hinter dir ist Wasser. Nein. Stimmt. Doch, da. Wasser strahlen ja kann und das ja, und stimmt. Also gegen Mordus selber haben wir keinen Stich mit Gift. Das Untoter. Ja. Ihr bitte nicht vergiften, ja. Ja, genau. Die anderen sind noch lebendig. Gut, dass ich meinen Bogen ausgetauscht habe. Schaden sollte man auch nicht machen. Was hat der denn? Der hat 500, 400, oh je. Naja, dann wieder eine Gewissensfrage so zwischendurch. Machen wir eine lange letzte Folge für den Stream. Nee, das machen wir nicht, weil meine Festplatte vorläuft. Genau, weil meine Festplatte sonst vorläuft. Das geht nicht. Na toll, verstärkt. Zur Not machen wir eine kürzere zweite Folge. Ja. Oder ich schneide es hintereinander, das kann ich auch machen. Sollen wir dann kurz warten, bis du. Noch haben wir 7 Minuten für diese Folge. Ah, okay. Aber danach warten wäre nett, ja. Wir wollen bloß rechtzeitig fragen. Nee, ist mir egal. Also, ich kann das auch hintereinander schneiden. Das ist kein Aufwand. Ey, ich wollte den hier. Ups, Amor. Er schießt wow, zurück. Die haben mir mein ganzes Ding abgenommen. Meine ganze Rüstung. Ja. Ja. Boy, aber du hast 98. What? Was? Ja. Und dann noch so viel Schaden gemacht? Alter Verwalter. Da weißt du, was kommt. Aha. Aber du hast mehr Lebenspunkte. Oh, tatsächlich. Die kommen jetzt auch alle zu mir, ist ja schön. Au. So, mein Freund. Luft. Da hat er natürlich Immunität gegen, oder? Super. Physischer Schaden. Verwesend ist ja kein Problem. Kriegt er eh nicht, glaube ich. Und den physischen Schaden kriegt er.
Aber wenn er jetzt sowieso schon verwesend ist und... Nee, wurde blockiert. Der ist immun gegen verwesend. So. Aber nur mal jetzt eine Frage. Ein Heilzauber würde ihm jetzt trotzdem Schaden machen. Müsste, weil er hat... Ja, er ist untot. Ja. Hoffentlich nicht so untot, wie unser erster Untot, den wir geheilt haben. Nee, aber da steht ja untot da dran direkt. Bei mir steht bloß Mordor. Ja, du kannst ja rechtsklicken, nee, machen und untersuchen. Genau. Ja. Ach so. Ja. Du siehst hier, was der kann und so. Was? Tyrana teilt Überlieferungen mit Inbegriff des Champions? Was auch immer. Oh, dann war es, glaube ich, ganz gut, dass du dich regeneriert hast. Au! Oh oh. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, nicht draufhauen. Nein. Nicht draufhauen. Nein. Nein. Aua. Ich bin erkrankt. Kann man mich jetzt nicht mehr heilen, oder wie? Mhm. Also verwesen ist das Problem. Nee. Erkrankt nicht. Dann, erkrankt ist kein Problem. Ach, bist verwesen du... bin ich auch noch alles. Aber solche macht das nicht. Was mache ich nicht? Sei nicht verwesend. Du hast doch ihn verwesend gemacht. Nee. Nein. Oh, müsste Mann. Eine seiner Fähigkeiten eben gewesen sein. Ja. Der war das selber. Wow. Ja, ich bin tot. Ich auch gleich. Ich bin auch gleich weg. Scheiße. Ja. Ah, du hast ihm seine Waffe weggenommen. Atropie zumindest für eine Runde. Man geht halt gegen physische Rüstung. Ja, ich habe auch Atropie. Na, ich muss mich erstmal selber retten. Wenn das überhaupt was bringt. Da ich noch eine Heilung hinterher. Ich habe keine weitere Heilung. Ich glaube, ich habe jetzt auch. Höchstens ein Trank. Ein Audi, ein Trank rein. Ja, was haben wir denn hier schönes? Heiltrank, 8 Lebenskraft. Hier rechts geht. Ein Punkt. Mordos. Wo bist du? Hä? Wo ist denn Mordos hin? Blech. Der steht bei uns. Ja. Direkt vor meinem... genau. So, dass der jetzt nicht auf blöde Ideen kommt. Eigentlich ist das ganz cool, dass die dann das tatsächlich checken. Dann kann man sich immer so einen vom Leib halten. Was? What? Mhm. Ja. Das Ding kannte ich auch noch nicht. Echt nicht? Okay. Sobald einer stirbt, wird er aufgesaugt. Alter Verwandter. Kann man uns dann noch wiederbeleben? Ja, ja. Sie saugen dir halt den Quellenpunkt aus. Ich bin auch gleich weg. Ja gut, Quellenmagie nutzen wir jetzt gerade eh nicht. Aber vielleicht könnte tatsächlich jemand die Schutzglocke machen. So? Ah, okay. Ich fühle mich total sicher. Wo ist eigentlich? Mordos jetzt weg und jetzt zu diesem Mordos Akaim geworden? Ja. Weil da hat das Bande der Pein ja richtig was gebracht. Er ist mutiert. Weil der Bande der Pein sind jetzt natürlich weg. Nee. Nee, bringt's nichts, oder? Mich hinten auf dem Schiff wiederbelebt? Nee. Wir sind eh gleich weg. Es ist eh gleich vorbei. Ja, kannst wahrscheinlich gleich laden. Also ich habe den Kampf so gemacht, dass alle auf dem Schiff geblieben sind. Nur einer angelockt hat. Genau, dann haben die anderen erstmal die ganzen Bogenschützen nicht direkt auf einen einschießen. Ja, die haben gut Schaden gemacht. Ja. Schiene, du bist auf dich allein gestellt. Mordus Hammer. Säuresporn. Ich glaube, ich bin nicht mehr lange auf mich allein gestellt. Wow.
Wurm zucken. Aber ich verkaufe mich so teuer ich kann. Natürlich. Ja. Aufgeben ist nicht. Aber du bist wieder festgeverwickelt. Der Gegner wird ja nicht weglaufen. Yeah. Ja, Ölmonster reißt es jetzt raus. Ja, natürlich. Oh, wie du? Merkst das nicht? Ey, 103 Schaden mit einem Angriff. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Genau 30 Minuten, perfekt.